Scheiß. Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr bei meinem neuen Video eingeschaltet habt. Heute, ich glaube nicht, dass ich das wirklich machen will, aber ich habe gestern ein Video auf Instagram gesehen und dachte so, wow, was ist das denn? Das kann jetzt nicht hier ernst sein. Und zwar ging es darum, dass sie sich Sommersprossen hat mit Henna aufgemalt. Und ich dachte nur, das kann einfach nicht gut werden. Und als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich nur so... Und ich dachte, ich muss das ausprobieren. Und ich habe ihr Video ganz oft analysiert, geguckt. Ich habe die Kommentare durchgelesen, ihre Antworten durchgelesen. Und habe mir natürlich jetzt Henna besorgt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Experiment, ob man mit Henna sich Sommersprossen machen kann. Weil ihr wisst, der Trend ist da und der Trend ist immer noch da. Und ja, ich bin sehr aufgeregt und ich glaube echt nicht, dass ich das gerade durchziehe. Weil was mache ich denn, wenn das nachher richtig dunkel ist? Dann habe ich ja überall so Punkte im Gesicht. Ah, das wäre so heftig. Also natürlich braucht ihr dafür Henna. Deswegen habe ich gesagt, ich bin schnell rausgegangen, habe dann mir Henna besorgt. Ich weiß, dass sie in dem Video rot-braun benutzt. Also das ist ein Gemisch. Das habe ich jetzt natürlich nicht bekommen, aber ich habe Henna in braun bekommen, ich habe Henna in schwarz bekommen und ich habe Henna in rot bekommen. Aber mir ist es gerade zu gefährlich, die beiden miteinander zu mixen, damit ich eigentlich rot-braun bekomme. Deswegen würde ich sagen, arbeite ich mit braun. Ja, und dann hat sie vorab ein Öl aufgetragen, und zwar Karottenöl. Ich glaube, dieses Öl dient einfach nur dazu, damit das Henna besser wirkt, beziehungsweise länger haftet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und in den Kommentaren hat sie geschrieben, dass man irgendein Öl verwenden kann. Deswegen nehme ich jetzt hier das Midnight Recovery Öl von Kiehl's. Und davon trage ich mir 2 Tröpfchen in mein Gesicht auf. Übrigens, mein Gesicht ist komplett gereinigt. Ich habe natürlich nichts drauf. Kein Make-up, keine Augenbrauen, gar nichts. Was denkt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was denkt ihr, wie es am Ende aussieht? Nee. Wenn das Experiment schief geht, dann verlasse ich einfach mal 5 Tage nicht das Haus, weil so lange sollte das Henna dann natürlich halten. Also ihr Ergebnis sah auf jeden Fall sehr natürlich aus und ich habe gerade echt mega Panik, weil ich befürchte, dass ich nachher richtig starke Punkte im Gesicht habe und das nicht so aussieht wie bei ihr. Weil ich glaube auch, dass das Henna eine Rolle dazu spielt und sie hatte das Henna von Goleci. Wir testen sie jetzt einfach aus und ich würde sagen, los geht's. Also ich habe jetzt hier braune Henna. Oh, das wird ein Desaster, ich glaub's jetzt schon, ey. Scheiße. Also wenn ihr das ausprobiert, ich hoffe, wenn ihr noch zur Arbeit oder so müsst, dass ihr auf jeden Fall einen guten Concealer zu Hause habt. Falls es doch in die Hose geht. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal so 10 Minuten trocknen und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis an. Wenn ich da so aussehe, Leute, ciao. Und ich glaube, ich werde gleich so aussehen. Bitte vorab, ich garantiere euch gar nichts. Also, wenn ihr das ausprobiert, dann liege ich nicht in der Verantwortung dafür. Und bitte testet das vorab auf eure Hand oder so aus, nicht, dass ihr irgendwelche allergischen Reaktionen gegen Henna habt, weil das kann nämlich auch leider vorkommen. Und dann würde ich sagen, warten wir ganz kurz. Ich guck's mir jetzt an. Ich habe sie mir noch nicht gesehen. Oh, Scheiß. Nein. Guck mir, wenn du mich hier juckt, die ist doch dann da. Ja, ich wusste, dass das passiert. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus wie in ihrem Video. Scheiße, jetzt muss ich jetzt noch ein paar Tage mit diesen Punkten rumlaufen. Ich glaube es, ich habe es abgewaschen, Leute. Entweder man muss richtiges Henna benutzen. Ja. Ah, die Leute werden mich auslachen.
Egal. Entweder ihr müsst wirklich reines Henna benutzen, also dieses ganz natürliche Henna, was dann halt auch diesen orangen Stich hinterlässt. Aber ich bin gerade scheiße, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich hab's geahnt. Also mit diesem Henna klappt's auf jeden Fall nicht. Und wenn das jetzt auch noch nachdunkelt, dann habe ich richtig die Arschkarte gezogen, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten, das ist jetzt natürlich ein kurzes Video geworden, aber ich wollte es unbedingt wissen. Und also bei mir hat es definitiv nicht geklappt. Ich verlinke euch natürlich nochmal ihr Video in der Infobox. Ob das Ganze jetzt nachdunkelt oder wie ich das jetzt abdecken kann, erfahrt ihr dann natürlich auf Instagram in meiner Story. Werdet ihr das ja dann sehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall Ebru Ergüner auf Instagram zu folgen. Mein Konto ist privat, ich muss euch erstmal hinzufügen, aber das klappt auch. Falls ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, hier war ich bei Rosanz in der Fabrik, schaut es euch unbedingt an. Hier mein letzter Mitvlog, da geht es so ein bisschen um Ramadan und so weiter. Und oben natürlich abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche dann sommersprossenfrei. Bis dann. Tschüss.